habe ich streiche, dann stehen die Garten noch her, wo der Wille gibt. Im Projekt Chihi Bistemin, Nichts ist vergessen, treffen zum ersten Mal Töchter, Enkelinnen und Urenkelinnen zusammen, um sich über die vergangenen Erlebnisse ihrer Eltern, Groß- und Urgroßeltern, aber auch über das Heute auszutauschen. Gegenstand des Projekts ist die Auswirkung der Geschichte ihrer Vorfahren als Holocaust-Überlebende auf ihr individuelles Leben. Im Projekt führt Anita Awosusi die 12 Frauen zusammen, um sich über die familiären Beziehungen, ihre Sehnsucht nach Normalität, ihre jahrelang verdrängten Schuldgefühle als nachgeborene Überlebende auszutauschen. Die daraus entstandenen Gespräche und Interviews nutzen die Frauen zur Selbstreflexion. Das Ergebnis des Austausches war und ist für die Betroffenen selbst überraschend. Als Abschluss des Projekts Nichts ist vergessen, Chihi Bistemin unternimmt die Leiterin des Projekts mit den Töchtern und Enkelinnen von Holocaust-Überlebenden eine Exkursion nach Frankreich. Gedicht unter dem Eis von der ungarischen Romni Monika Kalanios. Unsere zu Geist geträumten, zerrinnenden Lieben verschwimmen unter uns, wie die Verstorbenen unter dem Eis, in unseren gefrorenen Händen, aus uns gerissene, blutige Knoten. Die schneeweißen Fäden unseres Todesurteils küsst der Wind auf unsere Haare, weil wir so sündenlos und keusch sind, wie die auf faulem Fleisch blühende Blume, wurde uns die Wonne des Lebens zuteil, damit wir zu sündigen und die Toten zu schauen nie vergessen. Die Fahrt führt die Frauen in ein ehemaliges Konzentrationslager. Zum ersten Mal besuchen die Frauen eine Gedenkstätte, in der KZ-Häftlinge inhaftiert waren. Das ehemalige KZ Natzweiler-Struthof in Frankreich. Es liegt ca. 40 Kilometer von Straßburg in Frankreich entfernt. Es wurde als eines von unzähligen anderen Konzentrationslagern von den Nationalsozialisten in der Zeit zwischen 1940 und 1945 als Stätte der Barbarei, der Vernichtung von Menschen, zur Vernichtung von Sinti und Roma, Juden und anderen als unliebsam geltenden von den Nazis aufgebaut. Nur noch wenige Baracken des ehemaligen KZs Natzweiler-Struthof, in dem die Häftlinge zwischen 1941 bis 1945 inhaftiert waren, sind vorhanden. In der noch erhaltenen Baracke ist heute eine Ausstellung über das KZ, die Lagerinsassen, deren Alltag in der Gefangenschaft und das Lagergelände dokumentiert. Anita Awosusi führt die Frauen durch die Ausstellung. So, hauptsächlich Zyklon B. Zyklon B-Gas, das eigens entwickelt von Wissenschaftlern von der Marienlichen Menschen in einem Lager. Und ich stelle das gegen mal klar. Bei den hunderten Möglichkeiten für Marienliche Menschen, ob durch Erschießen, Erhängen, Verhungern, durch medizinische Experimente mehrere. Ist extra nochmal extra Gas. Nach den neuesten Forschungen des französischen Historikers Robert Stegmann waren im KZ Natzweiler-Struthof mit seinen über 80 Neben- und Außenlagern rund 52.000 Menschen inhaftiert. Über 500 Sinti und Roma wurden im KZ Natzweiler-Struthof und seine Außenlager deportiert. Jedoch muss man davon ausgehen, dass weitaus mehr Sinti und Roma hier inhaftiert und zu Tode gekommen sind. Doch sie waren unter anderen Kategorien in den Lagerlisten aufgeführt. Enkelinnen und Töchter gedenken ihrer Toten, die durch Verhungern, Erschießen, als Folge der Zwangsarbeit, durch medizinische Experimente, Erhängen oder Vergasen starben.
direkter Nähe zum sogenannten Appellplatz, unterhalb der Baracken, ist auch noch der Galgen an seinem ursprünglichen Standort erhalten. Die SS-Lagerleitung ließ dort zur Abschreckung aller Lagerinsassen öffentlich und bewusst Todesurteile vollstrecken, die vom gesamten Lager aus eingesehen werden konnte. Bei einer Hinrichtung mussten alle Häftlinge auf dem Appellplatz antreten und sich in Fünferreihen aufstellen. Anschließend wurde der zum Tode Verurteilte zum Galgen gebracht. Also mein erster Eindruck, als ich in das Lager kam, ich war vorher noch nie in einem Konzentrationslager, das war das erste Mal. Und ich muss sagen, mir wäre es lieber gewesen, wenn ich es nicht gesehen hätte. Als ich da stand, an den Stellen, wo die Baracken, die ehemaligen Baracken standen, die von dem Lager, dass sie ja Terrassen nannten, die Terrassen, wo diese Baracken standen. Wo ich da stand, ich konnte es gar nicht fassen. Die Gegend war so schön, so ruhig, wie im Schwarzwald, hochgelegen. Man kann sich gar nicht denken, dass so was Schlimmes an so einem schönen, ruhigen Ort passiert, dass da Menschen vernichtet werden und auf welcher Art auch noch. Als ich da stand und auch den Galgen, Balken gesehen habe, wo noch die Schnur dran gehangen hat, kamen mir plötzlich Gesichter vor meinen Augen von Leuten, die ich gar nicht gesehen habe. Viele, ich sah ganz viele Leute mit Grimassen, mit Schmerzen im Gesicht, Ausdruck, Pein im Gesicht. Und ich war erstmal schockiert, dass das überhaupt passiert ist. Und dann, ja, dann fühlte ich eine Traurigkeit in mir aufkommen. Ich war so deprimierend, dass ich am liebsten hätte schreien können. Es tat mir so weh, ich kann es nicht beschreiben, was für ein Gefühl ich hatte. Das kann ich gar nicht beschreiben. Schmerzen, Wut, Trauer, alles auf einmal. Schmerzen, Trauer und Wut zeigt sich bei den Nachfahren der Verfolgten, nachdem sie die Stätten des Grauens und der Verfolgung und der ihre Menschen so leiden mussten, besichtigt haben. Nach dem Kriegsende wurde den Überlebenden nicht nur bis in die 1980er Jahre hinein die politische und juristische Anerkennung des von den Nationalsozialisten rassisch begründenden Völkermords verwehrt. Auch eine wissenschaftliche Aufarbeitung der historischen Zusammenhänge sowie eine Dokumentation über die individuellen Verfolgungsschicksale blieben aus. Es war, als hätte ich das miterlebt, ein Stück, in Stücken, sage ich mal, in Stücken, wo ich da war und die Tage danach habe ich auch die Schreie gehört von den Menschen, das Jammern. Es hat mich verfolgt, meine Träume, auch wenn ich wach war. Ich habe sowas noch nie erlebt, sowas Grausames. Was im menschlichen Körper sich abspielen kann. Durch das, was ich da gesehen habe, das KZ-Lager. Ich habe den Galgen gesehen. Ich habe die Baracken gesehen. In den Baracken waren in verschiedenen Vitrinen auch Sachen drin. Wie zum Beispiel Schuhe. Es hat mir
sehr zugesetzt, wo ich die Schuhe gesehen habe. Die Schuhe waren da, die Menschen schon lange nicht mehr da. Alles wurde ihnen genommen, ob es Kleiderstücke waren, ob es die Haare waren, ob es die Eltern waren, ob es die Kinder waren. Alles, was ihnen lieb war, woran sie gehangen haben, von den Menschen genommen, ihr Leben. Ihr Leben wurde ihnen genommen. Sie müssten frieren. Sie müssten hungern. Sie müssten das Leid von der Familie, von den Angehörigen mitsehen, mit ansehen, ob sie wollten oder nicht. Erinnern und Gedenken kann befreiend wirken, aber es kann auch wehtun. Erst die Bürgerrechtsbewegung der Betroffenen selbst, Sinti- und Roma-Aktivistinnen und Aktivisten, brachte Licht in das historische Unrechtsbewusstsein. Der Druck bei den Verantwortlichen der Bundesregierung, als die Vertreter und Vertreterinnen die Forderung nach der Anerkennung des nationalsozialistischen Völkermords an den Sinti und Roma stellten, wuchs. Und schließlich wurde der 500.000-fache europaweite Genozid 1981 von der Bundesregierung anerkannt. Erst 35 Jahre nach Kriegsende erfuhren die Sinti und Roma, die Väter und Mütter der heutigen Töchter- und Enkelgenerationen, ihr Recht. Seitdem ich in KZ Struthof war, vor ein paar Tagen, fühle ich mich, als wäre ich ein anderer Mensch. Weil ich habe sowas noch nie erlebt. Ich habe zwar schon im Fernsehen vieles gesehen. Ich habe von meinen Eltern, von Großeltern vieles gehört, also wo sie erzählt haben. Aber das war nicht so, wie wenn man das selber sieht, dann ist das ganz was anderes. Weil dann weiß man, das war ja Wirklichkeit, das ist ja wirklich geschehen. Also sowas, das hätte ich nie gedacht, dass es wirklich geschehen war. Für mich war das früher mehr eine Geschichte, aber das war alles Wahrheit. Ich sah diese Baracken, ich sah, was da drin in den Baracken, diese Menschen, diese Bilder. Ich sah das Schlimmste, was für mich war, wo ich sah, diese Gaskammer. Als ich die sah, habe ich mir richtig vorgestellt, wie die Menschen da reingepfercht wurden, die, wo sie sich nicht mehr haben bewegen können. Und richtig vorgestellt, wie sie nach Luft gerungen haben. Und da noch vielleicht kleine Kinder noch dabei waren. Meine Seele war zerstört in diesem Moment. Und nicht nur in diesem Moment. Seitdem sehe ich diese Bilder plötzlich vor mir. Ohne irgendwas, ich koche oder egal was ich mache. Plötzlich sehe ich diese Bilder, sehe ich diese Gaskammer, sehe ich diese Baracken, sehe ich diesen Galgen. Also ich denke fast jeden Tag 10, 20 Mal an diese Sachen. Plötzlich sind diese Bilder da. Das ist mir noch vorher nie passiert. Wenn davon erzählt wurde, ja, aber dann war es wieder vorbei. Aber jetzt, ich habe richtig in der Seele eine Wunde, eine schlimme Wunde. Ja, und am schlimmsten war es dann, als ich in die Gaskammer reinkam, wo ich das gesehen habe. Und dann habe ich auch noch eine Geschichte gehört von einem Mann, der die Gaskammer überlebt hatte und ich mir das vorgestellt hatte. Eine Geschichte wurde vorher erzählt, bevor wir in die Gaskammer reingingen, wie der Mann einen Rat bekommen hatte, wie es überleben könnte, eventuell. Und er hat es dann auch überlebt.
Und dann muss ich mir diesen Mann, wo ich da stand, vor der Tür, wo ein Loch auch noch drin, so ein Kuckloch, wo man durchschauen kann, habe ich mir vorgestellt, dass dieser Mann da, das war genau diese Stelle, wo dieser Mann gelegen hatte und nach seinem Leben, um sein Leben bangte. Julius Strauß überlebte die Experimente und wurde später noch einmal als Versuchsobjekt missbraucht. Bei Experimenten mit Senfgas. Er berichtete, dass er diese Gasversuche überlebte, indem er sich in die Nähe der Türritze der Gaskammer legte und sich ein nasses Tuch, Stück Stoff, vor sein Gesicht halten konnte. Julius Strauß verließ die Gaskammer zwar lebend, erkrankte aber infolge des Versuchs an einer schweren Lungenkrankheit. Ein ebenfalls inhaftierter französischer Arzt behandelte viele der Häftlinge mit selbstgebauten Instrumenten. So konnte er auch Julius Strauß helfen, indem er mehrmals in der Woche mit einer Stricknadel seine Lunge punktierte. Dies diente zur besseren Heilung der Lunge. Katharina Weiß, 77 Jahre alt, wurde 1943 im Ghetto in Krakau geboren. Sie ist sowohl Überlebende als auch gleichzeitig Tochter überlebender Eltern. Sie ist erschüttert, was sie sieht, und denkt dabei an das erlittene Schicksal ihrer Eltern. Christiane Reinhardt, 58 Jahre alt. Sie ist die jüngste von 5 Schwestern, deren Eltern die nationalsozialistischen Ghettos und Konzentrationslager überlebt haben. Für den Bau des Konzentrationslagers Natzweiler-Strutthof hatte die SS bewusst den Nordhang des Berges ausgesucht, da hier ein besonders raues Klima herrschte. So konnte diese natürliche Gegebenheit als zusätzliches Mittel bei der Terrorisierung der Häftlinge eingesetzt werden. Kälte und ständiger Wind sowie häufiger Regen und Nebel verschlechterten die ohnehin schon unmenschlichen Lebensbedingungen der Gefangenen. Diese kurze Zeit, das war vielleicht eine Stunde, 2 Stunden, wo ich da rumgelaufen bin, das hat mir, hat ein Stück, muss ich sagen, mein Leben verändert. Und nicht zum Positiven, sondern zum Negativen. Ich sehe einfach, wie Leute imstand sein können, so etwas zu tun, auf so eine grausame Art Leute umzubringen. Unschuldige Leute, die gar nichts gemacht haben, nur für ihre Identität, was sie, woher sie herkommen, dass sie dafür mit ihrem Leben bezahlen müssen. Ich konnte das einfach, das ist mir dann, obwohl ich früher oftmals von Verwandten und auch von meinem Vater, der vieles erzählt hatte. Mein Vater war ja auch im KZ und hat einiges erzählt. Ich möchte jetzt da nicht weiter darauf eingehen. Aber oftmals, was ich gehört habe, konnte ich mir, weil ich diese Lager nicht gesehen habe, konnte ich mich nicht so richtig in die Situation rein. Ich konnte es einfach nicht. Aber jetzt, wo ich da selber war in einem Lager und mir vorgestellt habe, was die Leute da erlebt hatten, dann war das ganz ein anderes Bild von dem, was mein Vater früher erzählt hatte. Und ich muss auch sagen, an dem Tag, wo ich dann nach Hause fuhren, ich konnte eigentlich gar nicht viel reden im Auto, weil ich noch so mitgenommen war von all dem, was ich gesehen habe. Und in der gleichen Nacht
Ich habe es gewusst. Ich hatte es früher gewusst. Weil jedes Mal, wenn ich etwas gehört habe von der Vergangenheit im Dritten Reich, was passiert ist, auch wenn ich Dokumentarfilme im Fernsehen gesehen habe, dann bekomme ich immer Albträume. Und ich habe gewusst, dass ich eine unruhige Nacht haben werde, nach dem, was ich gesehen habe. Und so war es dann auch. Ich konnte einfach nicht schlafen. Ich war die ganze Nacht war ich wach und habe auch weinen müssen. Ich habe so geweint in meinem Bett. Ich konnte gar nicht aufhören. Eine ganze Weile habe ich geweint. Und am liebsten, obwohl es mitten in der Nacht war, so gegen 3 Uhr, hätte ich am liebsten geschrien. Aber ich musste Rücksicht nehmen auf meine Mitbewohner, die unten unter mir wohnen und Nachbarn und nebendran. Ich hätte es getan, wenn es nicht darum wäre, aber ich wollte niemanden erschrecken. Hojala ani menchiste glan de velo gidranri. Hau gedanke jala ni geskoshero. Die Leiterin des Projekts, Chihi Bisterman, Nichts ist vergessen, Anita Awosusi, fragt die Frauen nach ihren Eindrücken nach dem Besuch der eben besichtigten ehemaligen Gaskammer. Ursula Davis, 70 Jahre alt, Mutter von 6 erwachsenen Kindern. Sie spricht von schweren Gedanken, die sie sich macht. Vor allem, wenn man heute sieht, welch geistige Kinder leider viel zu viele heute sein wollen. Sie spricht von besorgniserregender rechter Gewaltbereitschaft, von einem Klima, das die Demokratie vergiftet. Der erstarkende Rassismus in Europa und besonders in Deutschland nimmt bedrohlichen Charakter an. Und wieder werden die Juden, als auch Sinti und Roma, zu Sündenböcken gemacht. So Ursula Davis. Also, wir haben schon gar Geburt und nicht von meinen eigenen Menschen. Veronika Reinhardt, 68 Jahre alt, Mutter von 5 erwachsenen Töchtern und Söhnen, meint, dass sie in den vergangenen Jahren viel über die Verfolgungszeit der Eltern und deren Verlust der Geschwister oder anderer Verwandter, die in den KZs ermordet wurden, gehört habe. Doch dass das Geschehene hier einen ganz besonderen Eindruck bei ihr hinterlassen wird. Diese Stätten der Barbarei führen hier jedem vor Augen, was Menschen imstande sind, Menschen anzutun. Sie hat Enkel und auch schon Urenkel, die sie gerne in einer friedlichen Welt aufwachsen sehen möchte. Doch die einschlägigen Vorkommnisse rechter Gewalt und Hetze lassen an das erinnern, wovon schon die Eltern erzählten. Zum Beispiel das mit der sogenannten Reichskristallnacht oder das Marschieren der SA. Sie hat Angst, dass viele Menschen wieder wegschauen, weil sie meinen, dass sie es nichts angeht. Aber dennoch will sie hoffnungsvoll bleiben. Sie will hoffen, dass aufgrund der Erfahrung aus der NS-Zeit die Verantwortlichen und wir alle es nicht wieder zulassen, was zu verhindern gewesen wäre. Damals und heute erst recht. Marcelle Familie, Marcelle Menschen. Da will glaube du gar keine Dur. Schon ist es Raum, Matschi. Katharina Weiß, 77 Jahre alt, Claudia Reinhardt, 62 Jahre alt und Maria Reinhardt schildern ihre Eindrücke. Ich habe mir auch nie geglaubt. Der Hund hat mich auch geholt, weil es seinem Kind ist vorher. Es ist schon ganz viel die Gefühle, die haben es geprallt, gelagert. Die Dünner, die so Menschen gehören, eine Marde. Ja, das heute am 16. November 2019 wird mit Sicherheit die letzte Exkursion sein in ein ehemaliges KZ, in eine Gedenkstätte. Ich habe diese Reise unternommen mit den Frauen, Sinti-Frauen, die der zweiten und der dritten Generation von Holocaust-Überlebenden angehören. Ich habe diese Reise unternommen mit ihnen,
Und fast alle waren noch nie in einem ehemaligen Konzentrationslager. Die Eindrücke, die Sie hier haben, die Sie hier mitnehmen, sind für die meisten unfassbar. Sie sind für Sie Eindrücke, die Sie wahrscheinlich nie loswerden. Denn jede einzelne Frau, die hier mit dabei ist, hat auch Verwandte, die in den Konzentrationslagern umgebracht worden sind. Dass wir diese Reise machen konnten, verdanken wir Romani Pen, dem Romani Pen e.V.-Verein in Berlin. Sehr couragierte junge Frauen, Sinti- und Roma-Frauen in Berlin haben sich zur Aufgabe gestellt, sich gegen Rassismus aufzulehnen in Deutschland. Sie setzen sich ein für Menschen, die benachteiligt sind in der Gesellschaft. Sie setzen sich ein gegen Rassismus und sie kämpfen immer einen ganz wahren Kampf. Ich danke Romani Pen für diese Möglichkeit, dass ich mit meinen Frauen, wie ich sie nenne, hier heute in diese Gedenkstätte fahren konnte. Und ich danke Romani Pen auch dafür, dass sie es möglich haben machen können, dass wir dieses Projekt Chihi Bistame, nichts ist vergessen, hier durchführen konnten. Ich hoffe, dass es für viele Menschen, die vielleicht unseren Film später sehen, Chihi Bistame, nichts ist vergessen, auch etwas mitnehmen können von dem, was keiner von uns für die Zukunft will. Nämlich noch einmal mehr Rassismus, noch einmal mehr Gewalt, noch einmal mehr als das, was schon passiert ist vor über 80 Jahren, als es begonnen hat. Die vielen Konzentrationslager, die Gedenkstätten heute sind, zeugen von all dem. Zeugen, Zeitzeugen haben wir leider kaum mehr. Es ist die zweite, die dritte und schon fast die vierte Generation, die heute jetzt die Zeugen der Zeitzeugen sind. Und ich hoffe, mit Chihi Bistame wird auch nicht vergessen, was damals passiert ist und was nie wieder geschehen darf.